wie heißt das hier, Würben? Ungefähr 10 Kilometer vor Saarau. Das ist keine 10 Kilometer vor Saarau, das sind 6 Kilometer von Saarau. Dann ist es 6 Kilometer. 10 Kilometer ist weit jetzt schon von Saarau. Wo fahren wir denn jetzt hin? Da rechts und nach Ibra wohnen. Was ich eben gesagt habe, war falsch. Wir nähern uns jetzt erst Würben. Das ist die Landstraße vor Würben. Würben. Ja, ich muss, dass du auf die Schweizer Hauptstraße kommst. Mainz geht unten nach Saarau. Die kreuzt die Straße. Wir sind da reingefahren. Rechts rum. Ja, das ist auch richtig. Hab ich ja rechts rum, geht nach Saarau, da kommt Eckersdorf und dann der Friedhofsdorf. Ich muss jetzt hier rechts rum fahren. Und auf der anderen Seite geht es nach Schweidnitz. Ein paar Häuser, das war ein ganz kleines Dorf. Man hat ein paar ganz. Hinten, ganz da hinten liegt Saarau, ungefähr 5 Kilometer bis 10 Kilometer. Das ist die Eckersdorf, das Dorf, wo wir jetzt hinkommen. Das ist Eckersdorf. Eckersdorf. Hört man noch den Opa hinten? Hier waren... Ah, den hörst du mit Sicherheit. Bauerndorf, vorne war noch. Vorne, wo das elektrische Klavier war. Ja, ganz vorne ist ein Restaurant gewesen mit einem großen Apparat, der macht den Tanzmusik. Das war die und ja, und Emmy und das Erich. Das Motor. Das war. Hier links ist der große, war der große. Da fahren wir ein bisschen weiter. Nee, ist zu Ende. Das ist hier der große Hof. Das ist. Hier, das war das Ding, die Wirtschaft. Nicht? Hier ging es rein, vorne hinten war ein großer und Generalfeldmarschall von Molke, die Schwester. Die hat hier den Herrn von Kulmitz geheiratet. Zu Fuß. Hier war früher auf der anderen Seite noch. Das ist Peterwitz. Durch Feld ist der Opa. Hier sind wir. Bist du schon gelaufen? Von Königsfeld her. Zur Mutter. Königsfeld liegt da vorne. Die Kyrotefanische Brücke ist weg. Jetzt geht es hier über den Bahnübergang. Peterwitzsche, da ist es ja. Von Peterwitz bin ich als Dreijähriger. Bist du mit dem Wolf hier? Ja. Mit dem Bahngleise hier rechts. Hier sind wir noch. Ja, bis hier nach Peterwitz sind wir auf dem Bahngleise. Dann nimm die Bahngleise mal. Schnurgerade geht es hier nach Peterwitz. Hier geht es nach Peterwitz. Große Evangelische Brücke gestanden. Und da haben sie die alte, die ist hier 300 Euro. Jahre alt, die hier kommen wir da vorne hin. Das ist die langsam. Dann ist es aber mit der Aufnahme was schlecht hier. Dann brauchst du für Film. Was ist das hier, die Kirche? Lass doch mal. Die Kirche ist am. Da sind wir schon vorbei. Die haben das ganz hier. Hier ist auch der Kirche. Guck mal, da haben sie vollständig abgerissen. Guck mal, die Dachrinne da oben. Die haben sie nicht einmal gepflegt. Guck mal, da oben. Die Dachrinne. Sollen wir mal drauf fahren auf den Kirchplatz? Hier ist der Opa getauft worden an der Stelle, aber die Kirche ist abgerissen. Hier steht jetzt ein Supermarkt. Die ist abgerissen, da haben sie auf den Platz. Und da haben sie davon die katholische Kirche wieder neu aufgebaut. Da hast du, hier war das Kackhaus, da hast du in deiner Not. Oh, das ist auch ein schönes Haus. Da. Was ist das? Das ist das Peterwitzer Schloss hier. Fahren wir weiter raus. Fahren wir weiter. Ja, fahren wir durch hier. Fahren wir durch. Das ist das Schloss von Peterwitz hier. Da kommt noch eine Lücke. Fahren wir weiter. Tatz. Ja, was. Fusch kann die Zucker verbringen.
da wie Zucker essen können. Das ist die Zuckerfabrik da hinten. Und jetzt steht hier Skalzie. Und jetzt fragt man hier, wo es nach Sarau geht. Der Geburtsort meines Vaters gewesen. Ja, bis zur Eheschließung. Kommen dann die Schöpes aus Lasern? Die kommt von Waldenburg her. Mein Vater war hier Drechslermeister, war mein Großvater, war selbstständiger Drechslermeister. Der hat hier in der Kirche von Lasern die ganzen Kirchenschüler gedrechselt. Aber die habe ich auch fotografiert. Kommt schon der Schräger. Die eiserne Brücke. Das ist die eiserne Brücke über das Schriegauer Wasser. Vielleicht kann man hier. Über das Schriegauer, das ist das Schriegauer Wasser. Das ist das Schriegauer Wasser. Schön. Von Sarau aus fahren wir zu dem Örtchen Lasern. Dort sind die Großeltern meines Vaters aufgewachsen. Lasern, ja, guck mal hier. Der Wassermühle. Eine einzige Tochter. Ach, du hast alle mit deinen Töchtern. Ja, verdammt noch. Und Striegum ist Striegum. Ach, der Stelle, wo der Großvater in die Schule gegangen ist. Wunderschöne Allee. In diesem Haus, jetzt fang neu an hier. In diesem Haus. Unten Parterre hat mein Großvater gewohnt. Und wenn wir Sonntag zu Besuch kamen, dann saß er immer hier vorne mit der Großmutter auf der rechten Bank. Er war schon immer so eine Bank. So, jetzt gehst du mal davor, rechten das Bank. Haus. Und der linken Bank. Ja. Hat das groß, ein großes landwirtschaftliches Gut gestanden. Und in dem Herrenhaus haben meine Großeltern gewohnt und später der Onkel Adolf, der Sohn, der Bruder von meinem Vater, der dann später nach Sarau ging. Hier, das sind doch gleich werden wir den Blick von Lasern auf Sarau haben. Leider ist es Gegenlicht, aber vielleicht kommt doch noch etwas raus. Komm, kann ich das hier ein bisschen abdecken, du? Hier, damit das, wenn ich das so mache, geht das? Geht das so? Damit die Linse nicht spielt. Du bist dort drin in der Aufnahme. Nee, ich bin doch vom Objektiv. Das ist Sarau. Hier, ist das ist Sarau, hier rechts, ganz rechts hier. Noch weiter rum, Wölfchen. Da, hier zwischen den Bäumen durch. Siehst du die Schornsteine? Das ist ein alter, das Gebiet eines alten Gutshofes, auf dem mein Vater als Rechtermeister, Großvater als Rechtermeister gewohnt ist. Das ist die Lasener Kirche, in dem der Großvater den Kirchenstuhl gedrechselt hat. Leider ist sie verschlossen. Die Aufschrift über der Kirche von Lasern. Und das ist die Sache. Die Trümmer des Schlosses. Neben der Kirche. Vater am Spalier runtergerutscht ist.
runtergerutscht ist und nach Hause gelaufen ist. Worauf mein Großvater aus der katholischen Kirche ausgetreten ist